Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Show von mir, dem Colonel, hier bei den Space Troglodytes. Und zwar geht's diesmal um Shadow Warrior 2, einem fantastischen Shooter mit Rollenspielelementen und einer ähnlichen Sammel- und Skill-Sucht wie Borderlands. Das ist das Spiel, womit ich Shadow Warrior 2 am ehesten vergleichen würde, und zwar direkt schon mit Borderlands 2. Der einzige Unterschied, den ich nicht so toll finde, den werde ich im Spiel noch sicher irgendwann erwähnen. Und damit legen wir auch direkt los. Ich werde mit meinem Charakter, mit dem ich momentan einfach nur herumfarme und nach Gegenständen farme und suche, weiterspielen, und zwar am höchsten Schwierigkeitsgrad. Der Schmerz zeigt mir den Weg. Es gibt 4 Schwierigkeitsgrade gleich mal vorneweg. Der kleine Grashüpfer ist für totale Shooter-Neulinge, ich kenne keine Angst, ist ein angenehmer Schwierigkeitsgrad für alle, die schon mal einen Shooter gespielt haben oder sowas. Wer will Wang ist schon schwieriger, da nimmt man 40% mehr Schaden, die Gegner haben 40% mehr Leben und so weiter, dafür gibt es bessere Beute. Und schließlich der Schmerz zeigt mir den Weg ist der absolute Hardcore-Schwierigkeitsgrad, der sich dann auch noch, in meinem Fall sogar schon, auf Insanity erhöhen lässt. Ich weiß nicht, was mich auf Insanity 2 schon erwarten würde, deshalb will ich es ehrlich gesagt nicht ausprobieren für ein Let's Show. Andererseits, das wäre doch ein cooles Debüt, oder? Ja, machen wir einfach mal, ist doch scheißegal. Und wenn man stirbt, ist das auch je nach Schwierigkeitsgrad unterschiedlich. Mehr kann man dann auch nicht einstellen, außer den Schwierigkeitsgrad zu wählen. Bei Ich kenne keine Angst verliert man, glaube ich, die Hälfte seiner ganzen Erfahrung diesen Levels. Und bei Der Schmerz zeigt mir den Weg verliert man gleich alles. Also der komplette Erfahrungsbalken, den man erarbeitet hat auf diesem Level gerade, sinkt auf null. Und man darf auch noch Geld zahlen, und zwar eine ganze Stange, und respawnt dann wieder. Jetzt mal genug der Worte, denn der Ladebildschirm dauert leider bei mir ein bisschen wahrscheinlich. Und dann können wir auch schon loslegen. Ja, es ist wie gesagt wie Borderlands eigentlich ein Shooter, man schießt herum. Der große Unterschied bei den Waffen liegt darin, dass man sehr viel auch mit Schwertern und Nahkampfwaffen arbeiten kann. Was ich da schon sehr gut finde, was mir zumindest bisher aufgefallen ist, und ich habe es jetzt schon sehr viele Stunden gespielt, dass die Nahkampf- und Fernkampfwaffen sehr gut ausbalanciert sind. Also man kann sich wirklich entscheiden, hey, bin ich lieber der Hau drauf oder schieße ich lieber oder bin ich lieber eine Mischung? Ich bin aktuell eher der Nahkampf-Typ, also ich schnetzel gern mit meinen 2 Samurai-Schwertern um und um in beiden Händen. Und es gibt natürlich auch sehr viele Skills. Und mit diesen Skills kann man dann seinen Charakter, seiner Spielweise noch mehr anpassen. So, jetzt hängt er ein bisschen. Zusätzlich gibt's natürlich sehr viel Loot zu sammeln, und darauf beruht ja so ein Spiel, auf dieser Sucht nach noch mehr Loot und noch mehr Gegenständen und fuck, ich will ein Legendary finden und so weiter. Das ist in diesem Spiel nicht anders, und es ist sehr, sehr simpel gehalten, was ich großartig finde, denn dieses Spiel ist damit unglaublich einsteigerfreundlich. Selbst wenn man vorher noch nie sowas wie Borderlands oder so gespielt haben sollte, findet man da sehr schnell hinein. Die Mechanik des Spiels erkennt man sehr rasch, und ja, es gibt nicht viel zu lernen, keine Lernkurve, keine Reinarbeitungszeit, gar nichts. So, ich hoffe, dass er mal bald fertig geladen hat, dann können wir schon loslegen. Im Wesentlichen kurz noch dazu, die Story ist sehr witzig. Es geht um den Titelhelden Mr. Wang. Mehr sage ich dazu nicht, ich lächle nur ein bisschen. Ja, wir befinden uns hier in der... zur Story sage ich nichts weiter, ich will nichts spoilern. Ist auf jeden Fall, das wollte ich nur erwähnen, sehr, sehr lustig. Man kann immer wieder mindestens grinsen, wenn nicht sogar laut auflachen, weil der Mr. Wang, das bin ich, man sieht ja meine Füße, immer wieder sehr lustige Schmähs reißt, und es ist ein, muss man auch noch dazu sagen, ein knallhartes ab 18 Spiel. Ich möchte es nur zur Sicherheit dazu sagen, man weiß ja nie, wer dieses Video sieht, also bitte seid gescheit, spürt es nicht unbedingt als kleines Kind oder als Jugendlicher, der glaubt, er ist schon der Beste. Es wird obszön gesprochen, sehr viel mit Fuck und Shit und was weiß ich, und sehr viele obszöne Witze werden gerissen, die man vielleicht gar nicht versteht, wenn man noch zu jung ist.
Und das ist einfach verdammt lustig. Der Wang ist so ein richtiger, ja, wem das Maul gerade gewachsen ist, so redet er. Okay, wir sind hier in der, nennen wir es Basis, oder ja, nennen wir es einfach mal Basis. Hier können wir uns jederzeit hinporten, einfach so, egal wo wir uns gerade befinden. Hier gibt es einen Waffenshop, Larry's, da können wir Fernkampfwaffen und Munition kaufen. Schauen wir da gleich mal rein. Was verkaufst du? Ja, und auch dazu, also die Musik allein schon erinnert doch, finde ich, total an Borderlands 2, oder? Also, ja. Tolles Vorbild, tolles Vorbild. Hier sieht man schon, was der Loot in diesem Spiel so ist. Und wow, der hat wirklich nur seltene Gegenstände. Sie sind natürlich... man findet immer Upgrades. Die sind hier oben klassifiziert, zum Beispiel in Waffen-Upgrades, in Feuermodi-Upgrades, in Munitions-Upgrades. Dann gibt es Elementarschäden, altbekannt, wieder Borderlands. Es gibt Feuer, Gift, Elektrizität und Eis. Dann haben wir Rüstungs-Upgrades. Das ist im Endeffekt nur für unseren Charakter, sind das solche coolen Perks, wie zum Beispiel Chance auf Gegenstände plus 17%, Schaden durch schwere Feuerwaffen plus 11%. Da gibt es halt jede Menge verschiedenes Zeug. Da kann man 3 davon ausrüsten, soweit ich weiß, gleichzeitig. Müsste ich direkt nachschauen dann. Es gibt Amulette, da kann man, glaube ich, immer nur eines ausrüsten. Die sind ganz, ganz selten und sehr stark meistens. Die bieten oft ganz einzigartige Sachen. Hier zum Beispiel Lebensregeneration Maximum, ja, bis zu 100% regeneriert man Leben und hat eine Rate von 0,5 pro Sekunde. Man regeneriert keinen einzigen Lebenspunkt im Normalfall. Das hat dieses Spiel nicht, was ich sehr toll finde. So muss man sich ständig heilen oder Medikits aufsammeln und kann das auch noch skillen zum Beispiel, dass man sagt, hey, ich möchte, dass die Medikits von Gegnern viel öfter fallen gelassen werden, eine höhere Chance haben zu droppen und so weiter. Ja, oder hier Eisenhaut, man hat minus 5 und... Wow, das ist aber ziemlich geil. Wo habe ich denn das aufgegraben? Gegabelt. Gegraben. Haha, ich habe es aufgegraben. Eisenhaut, ja, Schadenswiderstand, das ist echt geil. Das nehme ich vielleicht sogar. Ich habe momentan, weiß ich gar nicht, was ich equipped habe. Ich glaube, irgendwas für einen Nahkampfschaden. Ja, dann gibt es eben noch Kräfte-Upgrades. Das sind diverse Upgrades für diverse Skills. Da gibt es auch einen ganzen Haufen. Man sieht hier ja die ganze Liste in meinen Kategorien. Also lasst euch davon nicht beirren. Das ist nicht mein ganzer Spielerfolg, sondern das ist gerade mal gestern Nacht eine Stunde oder so und heute eine halbe Stunde. Also da sieht man schon, was man da alles findet. Einen Haufen an Zeugs. Kurz erklärt die Seltenheit, es beginnt hier beim Dunkelorangenen, das ist das Seltenste, das sind mehr oder weniger die Legendaries. Dann gibt es diese, ja, goldenen oder hellorangen Dinger, das sind sehr seltene Gegenstände, die blauen sind, ja, würde ich mal als selten einordnen, obwohl man da auch sehr viele findet. Ja, nehmen wir die als gewöhnlich. Und die, ja, die farblosen sind dann schließlich der ganze Trash, das sieht man ja, da habe ich 100 Milliarden drinnen. Ja, das sind eben sehr häufige. Das gibt es in jeder Kategorie. Die schauen auch unterschiedlich aus. Also die Feuermodi sind solche komischen, wie nennt man das überhaupt? Keine Ahnung, Wölfe, Hunde oder so werden das sein. Munition ebenfalls. Und da bei den Elementar-Upgrades hat man zum Beispiel Drachenköpfe, was ich sehr schön finde. Also sie schauen alle gleich aus, aber sie, ja... Das ist eben simpel gehalten. Sie haben nicht für jedes Legendary jetzt zum Beispiel einen anderen Skin oder so. Bei den Amuletten sieht man auch nur immer das Gleiche. Und so weiter. Ja, und dann gibt es schließlich noch... wo war ich da gerade? Bei Kräfte-Upgrades, genau. Dann gibt es schließlich noch die Mehrspieler-Upgrades. Tatsächlich, dieses Spiel ist ein Koop-Spiel eigentlich. Oder sagen wir mal, es ist sehr gut auf Koop ausgelegt. Und das merkt man auch bei den Upgrades, es gibt tatsächlich Koop-spezifische Upgrades und das finde ich gar nicht schlecht. Ich habe es auch schon Koop ausprobiert mit einem Haberer, ungefähr nur ein Stündel oder so. Ein Stundel. Und es macht sehr viel Spaß. Ich bin aber dann eher doch bei diesem Spiel erstmal der Solo-Genießer. Also ich möchte dieses Spiel erstmal alleine erleben, wenn ich ehrlich bin. Und ja, die Story vor allem erstmal alleine durchspielen und alles in Ruhe erkunden. Wenn wir aber gerade bei Erkunden sind, ich komme später wieder, die Levels werden immer zufallsgeneriert, was ich ganz fantastisch finde.
Es sind mehr oder weniger Bausteine, aus denen sie zufällig zusammengesetzt werden. Also wenn ich ein Level nochmal besuche, einen Ort, dann erkenne ich immer wieder das Gebäude, diese Höhle, das schaut immer gleich aus, aber es ist immer anders zusammengebaut. Das heißt, es kann sein, dass die Höhle auf einmal neben dem großen Palast liegt und im nächsten Besuch ist der Palast am anderen Ende der Map, ganz unten wo, im Tal, und die Höhle ist, was weiß ich, auch am anderen Rande der Map oder so. Und das eben mit ungefähr geschätzt, weiß ich nicht, 20 bis 50 Bausteinen, die ungefähr so groß sind wie dieser Hauptplatz oder, naja, na schon deutlich größer. Und ja, das kann ich ja dann noch vielleicht näher erläutern. Hier sollte eigentlich ein Portal sein, aber mehr sage ich da lieber nicht. Ja, und von diesem Punkt aus kann man am Anfang natürlich erstmal Quests annehmen, ganz typisch, rollenspielmäßig halt. Und kann sich dann auf Abenteuer begeben. Hier ist der zweite Händler, der Hideo. Hideo Kojima? Nein. Der verkauft nicht Feuerwaffen und Munition und sowas, sondern... wow, der hat auch nur Seltenes. Wahnsinn. Sondern verkauft Bögen und Schwerter. Den Bogen habe ich absichtlich nicht gekauft, weil er leider sogar schwächer ist als mein aktueller. Ja, und eben normale Upgrades. Also da kriegt man die Nahkampfsachen her. Was bist denn du für ein geiles Amulett? Zorngewinn, also brauche ich leider nicht. Schauen wir kurz. Chor brauche ich auch nicht. Verschwindenbewegung. Chi noch Sieg über Gegner. Okay. Zauberstein. Okay, das brauche ich alles nicht. Man kann übrigens die Geschäfte auch jederzeit, das zeige ich doch noch kurz her, jederzeit zurücksetzen. Wo war denn das? Da? Geschäft zurücksetzen. Das ist, wow, ziemlich teuer schon. Und man kann auch seine Skillpunkte alle wiederholen, so sieht es zumindest hier aus. Das habe ich aber noch nie getan, weil ich habe genau gewusst, wo ich hin will und habe mich, glaube ich, noch kein einziges Mal verskillt mit einem Punkt. Das Skillsystem zeige ich gleich her. Ja, und wenn man das Geschäft zurücksetzt, dann sind da zufällige andere Sachen und das kann man so oft machen, solange man, ja, reich ist. Habe ich schon oft getan, ist auch cool, ich habe schon einige tolle Legendaries gefunden bei den Händlern. Aber dass die jetzt wirklich nur so viel Seltenes haben, überrascht mich tatsächlich. Das ist im Normalfall nicht so. Und schließlich habe ich noch freigeschalten vor kurzem im Verlauf der Story. Das ist auch kein richtiger Spoiler, keine Angst. Die Schmiede, die gibt es anfangs noch nicht. Da kann man seine unnützen Artefakte zu dritt in die Schmiede hauen und ein neues daraus craften. Ich zeige das einfach mal her zu Demonstrationszwecken. Und nehmen auch gleich drei, die denselben Effekt haben ungefähr. Na, wurscht, bleiben wir bei Elementar, da geht es am schnellsten. Nehmen wir einfach mal drei der Seltenheit Blau mit Feuer zum Beispiel. Dann nehme ich das hier, dann nehme ich das hier und das hier. So, Essenz des Feuers, Brandaspekt und noch irgendwas. Die drei forme ich jetzt einfach zu einem neuen und tada, es wird ein noch selteneres draus, das den gleichen Effekt, nämlich Feuer, noch zusätzlich verstärkt. Das ist, wow, eigentlich ein sehr starkes Artefakt. Muss ich schon gestehen. Ich schaue auch gleich... Oh, ich könnte das mit denen jetzt machen. Das habe ich schon ewig ausprobieren wollen. Ich mache das jetzt einfach mal. Und zwar drei hellorangene mit gleichem Effekt wollte ich unbedingt schon mal ausprobieren. Das mache ich jetzt einfach mal. Warte mal, war der Brandgeist... Ja, eher ein normales. So... Da müsste jetzt eigentlich ein Legendary rauskommen mit Brandeffekt oder mit Feuerbegünstigung. Und tatsächlich, Kern der Verbrennung. Geil. Wow, das ist echt fett. Das ist verdammt stark. Ja, und irgendwann werde ich vielleicht auch noch versuchen, wenn ich es eines Tages habe, drei Legendaries mit demselben reinzuhauen und ein neues zu craften. Ich weiß nicht, was da dann rauskommt. Aber ich vermute, höher als Legendary geht es nicht. Also es wird dann wahrscheinlich einfach noch stärker. Kostet halt auch immer mehr. Ich habe da jetzt ziemlich viel Geld, glaube ich, ausgegeben. Ich schaue noch gerade, ob ich vielleicht nicht sogar drei Legendaries mit selben Effekten habe. Was haben wir hier? Trefferpunkte, kritischer Schaden, Magazinschadenwiderstand. So, oh. Naja, sowas ähnliches hätten wir da schon. Probieren wir das einfach einmal. Nehmen wir noch die Fleischfresserseele dazu. Und noch eine Fleischfresserseele. Boah, ich hoffe, ich mache da jetzt keinen Schaß. Aber ich will das unbedingt ausprobieren. Und für ein Let's Show, warum nicht?
Tatsächlich, da kommt ein neues raus. Was leider äußerst scheiße ist. Oh je, oh je. Naja, jetzt weiß ich es wenigstens. Ich verschluck mich da halbert, weil das, da habe ich jetzt drei ziemlich gute vergeudet und habe einen totalen Scheiß rausgekriegt. Naja, das dürfte dann doch zufällig sein, aber wahrscheinlich auch nur deshalb, weil die drei Legendaries nicht 1:1 dieselben Effekte hatten, sondern teilweise noch einen zweiten anderen Effekt. Egal jetzt, so. Es gibt eben noch die Schmiede und jetzt haue ich mich einfach mal in so ein Gebiet, wo ich schon war und tue einfach mal, das sage ich so gerne anscheinend, herumlooten und Gegner schnetzeln, oder? Schauen wir mal, die Nebenmission muss ich noch machen, das tue ich jetzt nicht. Wo soll ich denn hinschauen? Die Küche ist ganz nett. Monster-Tee-Party. Heißblütig. Ich weiß gar nicht, wo war ich denn als letztes? Ja, wurscht. Gehen wir einfach zur Monster-Tee-Party. Oder... Na, schauen wir mal daher. Das ist, glaube ich, sogar eins der ersten Level. Das Tolle ist, die Gegner dürften anscheinend mitleveln. Das finde ich deshalb so großartig, weil man... permanent vor der gleichen Herausforderung steht und keine Angst, wenn es zu leicht wird, erhöht einfach den Schwierigkeitsgrad auf den ich jetzt eingestellt habe. Außerdem habe ich Insanity jetzt zum ersten Mal aktiviert. Ich bin jetzt echt gespannt, was auf mich zukommt. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt gleich sterben werde bei zu leichten Gegnern schon, weil, puh, dann kann ich, glaube ich, ins Hauptmenü und gleich mal umstellen. Ja, aber die Beute spricht auch für sich, muss man sagen. Also ich habe es lang ausprobiert auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und dann eben auf dem höchsten. Auch dazwischen dieses Wer will Wang oder Wang habe ich schon ausprobiert, Entschuldigung. Und es ist schon ein Unterschied. Also von normal zu dem Hardcore, wo ich jetzt bin, hat man tatsächlich viel härtere Kämpfe und gleichzeitig aber auch viel öfter ein Legendary droppen oder so. Ja, es gibt eben Kisten, die man aufmachen kann, Borderlands typisch. Und der größte Unterschied, was mich ehrlich gesagt am meisten wurmt, ist, zu Borderlands zum Beispiel, die Waffen. Noch ein Wort schnell dazu. Man findet Waffen so gut wie nie und es gibt auch nur vorprogrammierte, fix Werte verteilte, wie soll man das ausdrücken, Waffen. Also es gibt... zum Beispiel den Massenmörder nur genauso, wie man ihn da unten rechts jetzt beschrieben sieht, den gibt's anders nicht. Und auch nur einmal zu finden. Und meistens im Laufe der Story, wo man gar nicht drüber stolpern kann. Besser gesagt, wo man drüber stolpert und gar nicht vorbeilaufen kann, das wollte ich sagen. Es gibt zwar viele verschiedene, was ich toll finde, was in Borderlands 2 noch nicht der Fall ist. Also es gibt Schwerter, Kurzschwerter oder eben solche Shuriken ähnlichen Sachen. Da Tomahawk mit Messer und so, ziemlich geil. Es gibt eine Motorsäge, die leider ziemlich scheiße ist, wie ich finde, die mag ich gar nicht. Es gibt Pfeil und Bogen, es gibt Granatwerfer und Raketenwerfer, es gibt schwere Sturmgewehre, es gibt Schrotflinten, normale Sturmgewehre und Uzis oder Uzis, wie man sagt, Revolver und normale Pistolen. Das da zum Beispiel ist eine Elektroschockpistole, die finde ich total unnötig. Ja, gibt also viele Waffen, aber man findet sie eben so nicht. Beziehungsweise so selten, dass man danach nicht auf Suche geht oder sich nichts erwartet. Ich habe zum Beispiel das Doppeldauer, glaube ich, sogar gefunden. Ich weiß nur, ich habe drei Waffen so gefunden. Was ich noch ganz sicher weiß, ist dieses Kaliber 50 Pistölchen. Das ist tatsächlich von einem Gegner gedroppt, von einer Agentin, die mit Pistolen geschossen hat. Das weiß ich noch. Und den Bogen weiß ich auch noch, den habe ich ziemlich früh gefunden, der ist von einem normalen Monster auf einmal gedroppt. Ansonsten habe ich noch irgendwas in einer Kiste gefunden mal, tatsächlich, aber ich weiß nicht mehr was. Und es gibt, glaube ich, wenn ich mich an die Angabe richtig erinnern mag, 70 Waffen insgesamt und das war's. Und man kann mit den Waffen nicht handeln, man kann sie nicht verkaufen, das sind, ein Haber hat sehr gut ausgedrückt, quasi Sammlerstücke in dem Spiel. Und das Einzige, womit man eben handelt und wonach man farmt und so weiter, sind diese ganzen Upgrades, die zigtausend Millionen Upgrades, die es gibt. Das ist quasi wie bei den Waffen in Borderlands, sind es hier die Upgrades und da vorne sind schon die ersten Schmutzfüße, zumindest auf meiner Map verzeichnet, oder oben. Überlegener Fang,
Nochmal überlegen, erfahren. Ja, leider werden mir da, hoppala, der hat mich schon gesehen, keine Levels angezeigt. Und ich versuche jetzt mal während des Kampfes ein bisschen zu erklären, was hier passiert. Und gleich einen Skillpoint erhalten, weil ich ein Level aufgestiegen bin. Na leibend, das war ein One-Hit. Also es dürfte wohl doch nicht so Insanity-mäßig sein. Das, was ich hier ganze Zeit tue, ist der Stichangriff. Meine stärkste Attacke tatsächlich. Jetzt stehe ich unter Strom. Und wie man vielleicht auch sieht, ich weiche dauernd so zurück. Jetzt mache ich mich mal unsichtbar. okay, der macht doch sehr viel Schaden, muss ich gestehen. Puh, ich werde mal auf seine Füße zielen. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, allein durchs Berühren anscheinend kriege ich den Schaden. Oh, fuck! Nein! Okay, der hat mich jetzt an sich rangezogen und ich bin in den Abgrund gestürzt. Das hatte ich auch noch nie, muss ich gestehen. Jetzt hat er wieder volle Leben, weil ich in den Abgrund gefallen bin. Gott sei Dank passiert da nicht mehr, als dass der Gegner wieder volle Leben hat. Puh, so, ich mache mich wieder unsichtbar und hau hier mal ein bisschen ab, um mal erklären zu können, was hier alles passiert. So, beenden kann ich das jetzt momentan leider nicht, aber ist egal. Ja, ich kämpfe, man kann den Charakter wirklich super in eine Richtung lenken. Man kann sich entscheiden, ist man jetzt eher der Schütze und ballert lieber permanent herum. Da kann man sich dann auch noch entscheiden, schieße ich lieber mit schweren oder mit leichten Waffen oder mit Raketen oder dumm. Oder bin ich eben der Nahkämpfer und ich habe mich ganz klar für den Nahkämpfer entschieden, weil man eben keine Munition braucht und sehr, sehr starke Moves ausführen kann. Wie eben, was ich hier an Down gemacht habe, diesen aufladbaren Vorwärtsstich hier. Der ist wirklich mächtig. Es gibt auch noch so etwas hier. Zack, zack. Wo man mit den Schwertern so Energiewellen schießt. Ist ungefähr so stark wie der Stich. Ist halt ein Fernkampf, eine Fernkampfmethode, den Gegner zu verletzen. Das machen wir hier gleich einmal. Wenn die Reichweite genug wäre. Jawohl. Und was ich hier dauernd mache eben, ich weiche vorwärts, seitwärts und so weiter. Jetzt verschwinde ich mal wieder. Mann, ist der stark. Der hat so eine Elektro-Aura, die ihn wirklich mächtig macht. Der erste war überhaupt kein Problem, aber der macht Schwierigkeiten. Ja, und dieses Unsichtbarsein ist hier zum Beispiel ein Skill, den ich irrsinnig liebe. Und wenn ich hier den Nahkampf ausübe, werde ich wieder sichtbar, aber der macht massiv Schaden. Man hat es auch oben gesehen, wenn man kurz hinschaut, 2,4-fachen Schaden. Und das ist für diesen voll aufgeladenen Stich schon unglaublich viel Damage. Ups, das war jetzt ein Fehler. Okay, ich weiß jetzt, dass ich mich nicht heilen kann, wenn ich unsichtbar bin. Macht nichts. Ja, und diesen Stich wiederum kann man dann eben auch skillen. Man kann das unsichtbar sein weiter skillen. Man kann das, was ich hier jetzt mache, skillen. Diese Energiedinger. Oh, nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Und man kann eben so sprinten, so ganz schnell. Und das ist... Mann, ist der mächtig! Ich glaube, ich nehme alles zurück, was ich über Insanity sagen wollte. So, jetzt ist er endlich tot. Puh! Ja, das Verschwinden ist schon sehr stark, aber gegen einzelne Gegner eigentlich, nur gegen Gruppen, puh, hilft es nicht wirklich viel. Hier sieht man so ein... Noch einmal. Hier sieht man zum Beispiel schon, da ist schon ein gewöhnliches quasi und ein sehr seltenes gedroppt. Nur durch einen Gegner. Dementsprechend waren die auch ein bisschen stärker. Aha, okay. Es gibt hier auch ein wunderbares Easter Egg, ich weiß, oder nennen wir es mal Geheimnis, wie auch immer. Es gibt diese Häschen, die hier immer herumhüpfen, aber wenn man sie spielt und diese Häschen zu oft tötet, na, jetzt habe ich nochmal Glück gehabt, dann passiert etwas und ich werde das auch noch herzeigen, am besten sofort, weil ich gerade ein Level aufgestiegen bin. Leider nicht passiert, aber es wird schon noch kommen, keine Sorge. Da hat es mich beim ersten Mal wirklich gerissen. Und das fand ich gleichzeitig geil und ja, nicht so geil, weil ich gleich gestorben bin am Anfang, wie ich das Spiel begonnen habe. Finde ich ganz nett. Also wenn man die Häschen in Ruhe lässt, kommt man
vielleicht besser davon, aber naja, dazu später mehr. So. Ja, man hat hier eben überall Kisten. Das Level ist zufällig aufgebaut, habe ich eh schon erwähnt. Und ich weiß nicht, wie krank diese Insanity-Gegner sind, deshalb muss ich da wirklich mal ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, das sind jetzt eh normalere Gegner. Der ist zwar überlegen, aber Überlegene sind noch nicht so schlimm. Die kommen relativ häufig vor. Es gibt dann noch Elite-Gegner und das sind die echten Motherfucker. Also, Entschuldigung für den Ausdruck, aber das sind die bösen Gegner. Wo man sich nicht spielen darf. Die sind eh schon alle. Ja, es ist relativ rasch, dieses Spiel. Also Borderlands ist eigentlich ziemlich gemächig im Gegensatz zu gemächig. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Peinlich. Dieses Spiel ist sehr rasant und wenn man manchmal so zu spät ausweicht oder so, kann das schon den Tod bedeuten. Vor allem bei den Elite-Gegnern und so. Entschuldigung, ich musste jetzt unbedingt husten. Mein Hals kratzt. Und das mag nicht jedermanns Sache sein, meins normalerweise auch nicht, aber bei diesem Spiel kommt man erstaunlich schnell da rein. Ah, das ist nur ein Hammerkopf, die sind die einfachsten Gegner, die kommen am Anfang schon vor im Tutorial. Also da ist sogar wurscht, ob es ein Elite-Hammerkopf ist oder ein normaler. Der hält halt dann nur mehr aus oder so wahrscheinlich. So. Weil die hauen nur zu und rennen auf einen zu und manchmal springen sie. Das Gefährlichste, was die machen können, ist so einen Bereich unter Strom zu setzen. Davon werden wir jetzt erstmal verschont. Und hier ein weiterer Beweis ganze Zeit dafür, dass das ein knallhartes ab 18 Spiel ist. Die Physik-Engine ist so gut gemacht, dass man mit den Körperteilen der Gegner spielen kann, mit den Körperpartien. Man kann sie ja, verkrüppeln. Und ihnen so manche Angriffe entziehen oder gleich komplett vernichten, indem man ihnen zum Beispiel beide Beine abhackt oder abschießt. Zusammen mit den obszönen Dialogen und so. Es ist ein richtiges Erwachsenenspektakel und macht unglaublich viel Spaß und ist lustig. Aber nichts für Jugendliche und Kinder, möchte ich nochmal erwähnt haben. Keine Ahnung warum, mir ist gerade danach. So, hier spawnt doch sicher auch gleich was. Ja, das war klar. Okay, das ist ein normaler Fang. Das ist eigentlich lächerlich. Ja, an diesen Energiedingern ist so toll, was ich hier schießen kann, dass sie durch alle Gegner hindurchfliegen, die auf ihrem Weg liegen. Nein, nein, vergiss es. Du brauchst nicht an dich ranziehen. So. Und ihr werdet schon gemerkt haben, vielleicht ich setze fast hauptsächlich diesen Stich hier ein und eben mein Verschwinden, wenn der Gegner zu hardcore ist. Es liegt einfach daran, dass mir das am meisten liegt und ich den Angriff toll finde und natürlich auch alles auf diesen Angriff und auf meine Schwerter und auf Verschwinden geskillt habe. Wenn ich schon so viel von Skills rede, hoppala, sollte ich dir vielleicht auch mal herzeigen. Das machen wir, nachdem die da gestorben sind, diese Ungusteln. Hoppala, ich wollte den eigentlich auch noch erwischen. Gehen wir mal auf die Beine, jawohl, und weg ist er. Gegner haben auch unterschiedliche Schwachstellen. Es gibt gepanzerte Gegner, die man fast nirgends verletzen kann und die eine, ja, eine kleine Schwachstelle haben. Wer genau hinschaut und schon Spiele gespielt hat, wird sich da schon zurecht finden. So, jetzt zeigen wir mal kurz die Skills her. Aber wirklich nur kurz, nicht bei dem wie beim Titan Quest Let's Show, dass ich jetzt alles durchgehe bis ins Detail. Es gibt ein paar Kategorien eben, etwas was die Lebensregeneration und generell die Lebensenergie beeinflusst, etwas was den, ja, was das Schwert und diverse Skills für das Schwert beeinflusst, hier zum Beispiel mein Stich, den ich eben da einsetze, habe ich bereits komplett durchgeskillt, diesen, wo ist er eigentlich, Gewaltschlag ist das glaube ich, ja, das sind diese Projektile, die da fliegen, diese Energie, Energieschwerter quasi. Ja, wie auch immer. Die muss ich noch weiter skillen. Und ich habe auch noch 4 Skillpoints. Da könnte ich sogar bis auf Stufe 4 skillen. Mehr Breite und mehr Tempo. Machen wir das einfach mal. Als letztes dann noch Reichweite für 2 weitere Skillpoints.
Da kann man also diverse neue Moves lernen tatsächlich, die ich noch nicht habe. Hier zum Beispiel Schattenzorn habe ich noch nicht erlernt. Da kann man durch gesammelte Wut, die man einfach nur durchs Töten sammelt, wenn die voll aufgeladen ist, kann man das aktivieren und wird eben dadurch ja einfach stärker. Teilt mehr Schaden aus, hält mehr aus und so weiter. Egal. Ich wollte nicht so ins Detail gehen. Dann gibt es eben noch die Kräfte, die man mit seinem Chi aktiviert. Da gehört Verschwinden zum Beispiel dazu, was ich schon voll ausgeskillt habe. Den Chi-Schlag ebenfalls, den habe ich noch gar nicht hergezeigt. Und den ruhigen Geist habe ich schon gleich am Anfang ins Auge gefasst, weil man am Schluss für saftige 10 Skillpunkte für Stufe 5 schließlich die Chi-Regeneration auf 4 pro Sekunde erhöht und die Regeneration bis zur vollen Leiste freischaltet. Das heißt, meine Energie erholt sich permanent bis zum Maximum, wenn mal was fehlt. Und das ist sehr, sehr, sehr nützlich. Vor allem deshalb, weil man von Beginn an die heilende Flamme wirken kann. Die ist von Anfang an freigeschalten und das ist nichts anderes als ja, ein Heilzauber. Und wenn sich da das Chi immer wieder auflädt, ist das natürlich praktisch, weil man sich ständig heilen kann wieder und nicht so angewiesen ist auf Medikits. Ja, da gibt es eben noch andere Skills, da werden sicher noch mehr dazu kommen, aber erstmal genug. Dann gibt es noch die Elementarskills, die sind schnell erklärt. Es gibt einfach für jeden Elementarschaden eine Verbesserung. Elementarschild habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, gut, da werde ich widerstandsfähiger gegen Elementarschäden. Bis zu minus 100%? Geile Scheiße! Also quasi komplett resistent gegen alle Elementarschäden. Das muss ich als nächstes skillen. Wo habe ich denn das her? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Sicher durch eine Story-Mission. Man kriegt nämlich immer wieder solche Skills geschenkt. Durch Quests oder findet sogar manchmal welche bei Bossgegnern. Das heißt, man hat am Anfang nicht gleich alle zur Einsicht. Am Anfang waren da, glaube ich, sogar gar keine beim Elementar. Die hat man kaufen können, teilweise auch beim Händler und hat sie eben gefunden. Ja. Und dann gibt es eben noch für den sammelfreudigen oder für den schießwütigen Spieler Skills. Hier zum Beispiel Munitionssammler habe ich am Anfang geskillt, weil ich noch schießen wollte. Da findet man häufiger Munition oder mehr Munition. Dann für die verschiedenen Munitionsarten kann man sein Maximum erhöhen, wie viel man tragen kann. Und schließlich, was ich gleich am Anfang auch ausgeskillt habe, ist der rastlose Sammler. Da erweitert man seinen Radius, wo man automatisch Geld und so aufsammelt. Das erleichtert das Spiel einfach ungemein, weil man nicht dauernd hinrennen muss und E drücken muss oder genau drauf drüber rennen muss. Ja, mittlerweile habe ich da 5 Meter Radius und das ist echt angenehm. Oder es sind sogar mehr, glaube ich, insgesamt. Weiß nicht, ob er das zammadiert hat, ja, egal. Ja, und diese Skills werden eben immer mehr. Man kann sich verschieden spezialisieren. Ich habe mich, wie gesagt, auf den Nahkämpfer spezialisiert und auf das Verschwinden. Eine super Combo, wie ich finde, weil eben das Verschwinden, wie gesagt, den Nahkampfschaden deutlich erhöht und auch das Bewegungstempo erhöht. Und ja, ist einfach fantastisch. Gut, soviel zu den Skills. Dann werden wir mal weiter dieses Level noch ein bisschen durchschreiten. Was die Map angeht, man hat oben rechts noch so eine kleine Map und kann sich nur noch so eine aufmachen. Also relativ, naja, nicht gerade hilfreich. Oh, und ich sehe gerade, da ist ein Elite-Gegner dort hinten, ein absoluter Boss, den werden wir doch gleich schnetzeln. Ja, vorher würde ich noch gerne den Hasen ausprobieren. Hallo Hase. Ah, es hat wieder nicht geklappt. Ich möchte es unbedingt in dem Video noch herzeigen, aber ich glaube, einen Level will ich dann doch noch vorher aufsteigen, sonst verliere ich nämlich, wenn ich sterbe danach, die ganze Erfahrung, die ich gesammelt habe. Das ist schon hart. So, da ist ein Elite-Gegner, liebe Freunde. Der Stachel! Ein riesengroßes Insekt. Immun gegen Kräfte, gepanzert, vital, das heißt, er heilt sich auch noch dauernd. Immun gegen kinetische Energie. Was das genau bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Und immun gegen Feuer. Na, das ist ja cool, oder? Ah, dann schießen wir gleich mal mit einem Revolver auf ihn, der auf Frost geskillt ist, also auf Eisschaden. Und... Fuck! Und... hoffen wir mal, dass wir nicht gleich drauf gehen.
Habe ich jetzt natürlich nicht bedacht, dass ich auf Insanity spiele. Da macht er ja ordentlich Aua. Aber erstmal muss ich seine kleinen Helferlein beschädigen. Ja, der Stich ist auch deshalb cool, weil man, wenn man durch einen Gegner durchfährt oder eben alle Gegner in Reichweite mit dieser Animation trifft, dann werden alle beschädigt. Das heißt, man kann nicht nur einen einzelnen Gegner. Ich zeig das mal hierher. Zack, zack. So habe ich beide erwischt. Oh, da kommt schon der nächste, glaube ich, von dort oben. Ich möchte ehrlich gesagt erstmal das Umfeld säubern, bevor ich da diesen, wow, diesen Bossgegner angehe. Ein überlegener Hammerkopf. Da ziele ich immer gern auf die Beine, weil mir kommt es vor, dass die Beine schwach sind und wenn man die abschneiden kann, dann ist der Hammerkopf eh erledigt. Da hat er jetzt zum Beispiel dieses Elektrofeld gemacht, was ich sehr fies finde. Na komm her, Hammerkopf. Ich ziehe weiterhin auf deine Beine. Jawohl. Nein! Autsch! Na okay, viel Schaden macht er aber trotzdem nicht. Du bist kein Kaliber für mich. So, das ist zum Beispiel die Heilanimation, aber ich habe anscheinend nur einen Millimeter meiner Lebensenergie verloren. Habe auch bereits geskillt, dass die Gegner öfter Medipacks fallen lassen, was wirklich merkbar ist. Also am Anfang musste ich deutlich öfter heilen als mittlerweile. So, dann wollen wir den Bossgegner nochmal facen. Der hat sich wahrscheinlich schon ja, komplett geheilt wieder. Ich habe nur ein paar Mal auf ihn geschossen. Jetzt mache ich mal das Verschwinden und verlängere das Ganze auch noch. 25 Sekunden dürften reichen. Dann lade ich meinen Stich auf und nähere mich dem einmal. So, Checkpoint ist auch hier. Wo soll ich da hinzielen? Was wäre deine Schwachstelle? Wahrscheinlich da im Körper hinten, oder? Wow, das hat ja gar keinen Schaden gemacht. Leck mich am Arsch. Fuck, 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 fuck. Wow, okay, das hat Schaden gemacht. Aber der heilt sich verdammt schnell. 3 pro Sekunde, das ist normalerweise 1 pro Sekunde immer bei denen. Verdammte Axt. Wow, 0 Schaden. Hilfe! Okay, der ist echt brutal. Wow, weg hier. Okay. Ich weiß immerhin, wie er kämpft und worauf ich achten muss, aber... Puh. Das macht mich natürlich nicht immun oder sowas. Nehmen wir mal Pfeil und Bogen. 0 Schaden? Fuck, ist das ein Badass-Dude. Bist du narrisch? Ich glaube, wow, an dem werde ich mir noch die Zähne ausbeißen. Aber ich erinnere mich an den sogar noch. Der war nie so extrem hart. Ich glaube fast, Leute, den kann ich vergessen auf diesem Insanity anscheinend. Der ist ja wirklich heftig. Wo könnte der seine Schwachstelle haben, frage ich mich gerade. Bei den Beinen? Nein. Aua. Muss mich schon wieder heilen. Holy shit. Boah. Okay, vielleicht ein Granatwerfer, dass der hilft. Übrigens, mein Granatwerfer hat eine coole Funktion durch ein Upgrade. Ich kann ihn hier platzieren und er schießt für mich von selber. Ungefähr 22 Sekunden lang, glaube ich. Und dann ist er weg wieder. Ah! Shit! Ich mache hier absolut keinen Schaden und ich weiß nicht, wo er die Schwachstelle hat. Wohl nicht vorne irgendwo. Wow! Ich habe so Angst, dass der mich one-hittet. Der hat sicher... Was ist das? Der hat sicher das Potenzial. Oh, geil. Er hat sich gerade selber verletzt durch die Explosionskiste da. Mann, ich mache überhaupt keinen Schaden. Null. Wie zum Teufel soll man den bewerkstelligen? Oh, mein Gott. Na, es tut mir leid, aber den kann ich einfach nicht... den schaffe ich einfach nicht. Schön, dass dieses Insanity-Level genau auf mein Level angepasst ist. Davon merke ich gar nichts. Der ist ja unglaublich. Vor allem, der heilt sich so sehr. Oh mein Gott. Dass ich ihm einfach nichts anhaben kann. Ja, null Damage.
Puh. Mein Frostrevolver macht tatsächlich Eisschaden, aber das war's auch schon. Vielleicht kann man ihn auch nur durch Elementarschäden verletzen. Ich habe keine Ahnung, aber schaut's mal. Ah, oh, fuck! Fuck, jetzt bin ich tot. Ja, er hat mich gewonhittet. Applaus. Ja, jetzt ist eh schon wurscht. Jetzt habe ich eh meine gesamte Erfahrung verloren. Da kommt schon wieder der Hurnsangriff da. Entschuldigung für den Ausdruck. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man den besiegen kann. Ehrlich. Der heilt sich auch viel zu schnell. Oh, jetzt habe ich ihn gekrittet, glaube ich. Das waren 121 Schaden. Naja, es wird schon. Vielleicht kann ich ihn nur durch diesen Revolver verletzen. Scheiß drauf. Oh! Das Gute ist, er kommt mir nicht näher. Das heißt, er macht nur diesen einen Angriff. Da ist er ein bisschen einfacher, aber... Puh. Ja, jetzt habe ich ihn schon soweit. Okay, okay, ich könnte ihn schaffen, Leute. Ich probiere es auch, weil... Jetzt hat er so ein Schutzschild. Das sieht man diesen orangenen Dingern da. Solange er diesen Schutzschild hat, ist er unverwundbar. Und ruft jetzt seine Helfershelfer bei, die man hier sieht. Bis die alle tot sind, kann ich ihm keinen Schaden mehr zufügen. Und leider heilt er sich permanent weiter. Das ist ganz scheiße. Ja. Ich muss die alle mal killen hier, was gar nicht so einfach ist, wie man hier sieht. Bist du Arsch, das ist mal ein Gegner. Endlich mal ein total schwieriger Gegner, weil so ein Hardcore-Gegner hatte ich bisher nur einmal und das war ein Endboss. Mehr will ich auch gar nicht spoilern. Obwohl, der Endboss war noch viel schlimmer als der da. Aber hey, den Endboss habe ich auf Anhieb geschafft und den nicht, also... Ist dann nicht doch der schlimmer? Keine Ahnung. Sterb doch! So, jetzt reicht's uns, nehme ich mal meinen... widerstandsfähig gegen Feuer, da muss ich eine andere Waffe nehmen wieder. Das Blöde ist, ich habe fast keine anderen. Moment, wir werden jetzt einfach mal eine Waffe nehmen, die ich sonst nie verwende. So ein Schnellfeuerding, oder? Nehmen wir mal dieses Sturmgewehr und rüsten das Sturmgewehr noch schnell mit Upgrades aus. Das wird ja fast schon ein Let's Play hier. Ich höre dann eh bald auf. Feuerfrequenz plus 20. Nö, wir werden jetzt auf Eis skillen. Anscheinend mag der kein Eis, das haben wir ja gemerkt. Frostbrand. Kühle Komponente. Nö, kühle Seele. Das ist ein seltenes. Passt. Und Schaden als Eis, in Eis umgewandelter Schaden. Nehmen wir das noch dazu. Passt. So, mein Freund. Komm her. Hä? Wo ist denn der? Da hinten irgendwo. Da. Ich stell mich da an. Ui, was geht? Ja, das ist eben für die Schießfreudigen. Das sind jetzt andere leider noch dazugekommen, die gar nicht zum Endboss gehören. Ich werde mir gleich Verschwinden einsetzen. Puh, da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock, jetzt da zu sterben. Dann machen wir gleich die Welle durch alle durch. Einmal die Welle für alle. Jetzt ruckelt's. Ja, manchmal habe ich die Erfahrung gemacht, bist du deppert. Wenn diese Physikeffekte überhand nehmen, wo was reinglitscht zum Beispiel, und da dürfte gerade was ordentlich glitschen, dann, jetzt ist vorbei, dann hängt das massiv, so wie man es hier gerade gesehen hat. Alter, bleibt mir doch vom Leib jetzt. Ich muss den Boss da bekämpfen. So, hier sind wieder, ach Gott, diverse Upgrades. Ja, lass mich weg hier. Jetzt bin ich vergiftet. Mann, da geht ja urviel schief momentan. So, jetzt machen wir mal diesen Chi-Schlag. Dass ihr den auch mal seht. Leider wirkt er gegen große Gegner eben ganz selten. Da war ein Legendary. Cool. Lass mich ans Legendary ran, du böser du. So, jetzt hauen wir mal normal zu. Was ich ganz selten tue. Gegen so kleine Gegner geht das ja noch. Legendary, komm zu Papa. Was bist du?
Widerstandsseele. Ich habe es automatisch gesammelt, ohne zu lesen. Egal. So. Jetzt werden wir uns wieder diesem Bastard hier widmen. Wo ist dein Helfershelfer? Ah, das bist eh du. So. Jeppa, deppa du. Ist er tot? Nö. Autsch. Erst, ihr blöden normalen Gegner, lasst mich endlich in Frieden. Ich will diesen Boss hier killen. Wie viele von euch kommen denn da auf einmal? Die werden alle angelockt. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit tatsächlich... Ah, jetzt ist er wieder verfügbar. Es gibt die Möglichkeit, Gegner lautlos zu töten. Mit dem Bogen nämlich. Oh fuck, ich muss mich konzentrieren. Und... umliegende Gegner werden dadurch angelockt. Wenn man aber aufpasst und aus der Sichtweite bleibt oder weit genug weg, reicht schon, dann sehen die einen nicht und man kann sie einen nach dem anderen ausschalten. Das klappt tatsächlich. Der einzige Scheiß daran, das klappt nur, wenn man sie one-hittet, soweit ich das mitgekriegt habe. Und das ist halt ein bisschen blöd. So, und ich glaube, den schaffen wir wirklich, Leute. Er heilt sich verdammt schnell, aber ich weiß jetzt endlich, was seine Schwachstelle ist. Schnell heilen. Ich möchte nicht zu viel Zeit verscheißen, der heilt sich einfach so schnell. Seine Schwachstelle dürfte tatsächlich Frostschaden sein. Oh! Fuck, das erwischt mich immer noch. Komm schon! Zwei Drittel haben wir down ungefähr und nachdem er einmal so unbesiegbar war, macht er das in der Regel nicht nochmal. Also komm schon, du musst jetzt klappen. Und ich habe ihn wirklich gleich down. Komm schon. Bastard. Ist ja dann im Endeffekt doch ganz einfach. Einfach nur aus der Ferne feuern und ich habe ihn. Hahaha. Juhu. Und wieder ein Legendary, was auch sonst. Fleischfresser Seele der Sparsamkeit. Trefferpunkte nach Sieg über Gegner plus 8,4. Chance auf Munitionsvermehrung plus 18%. Ja, ist nicht so toll. Ist eher für die Schießwütigen, die sich nicht so schnell bewegen wollen, wie man hier sieht. Aber immerhin ein Legendary. Du kleiner Mistkerl. Und da sieht man auch diese Physik, die ich meine. Man kann selbst einen toten Körper noch... schnetzeln und die Einzelteile durch die Gegend schießen. Ja. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt und spiele hier noch länger. Ich will aber ehrlich gesagt doch noch das Kaninchen herzeigen. Wow! Das ist ja unfair. Ja, somit habe ich auch einen Bossgegner auf Insanity Level geschafft. Weiß ich mal, wie schwierig das Ganze gestaltet ist. Die normalen Gegner haben bisher, finde ich, keine großartige Veränderung gegenüber dem normalen Hardcore-Modus. Jetzt hängt schon wieder so extrem. Wow. Ich glaube, das ist, wenn diese Einzelteile von der Brücke fallen und sich dann zwischen diesen Holzbalken durchglitschen wollen oder so. So habe ich das Gefühl. Jetzt brenne ich. So. Die sind so uncool, diese Typen. Die können sich nämlich, habe ich die Erfahrung gemacht. Oh, geil. Explosives Fass. Aua! Können sich nämlich aufteilen in zwei. Das heißt, man kann immer mit dem Doppelten rechnen an diesen Typen, die man sieht. Jetzt bin ich cool ausgewichen. Ein kleines Beispiel dafür, wie wichtig dieses Ausweichen und Bewegen ist. So, deren Schwachstelle ist nämlich der Körper unten. Wenn man so möchte, die... ja, der Schwanz. Das Endteil. Was wollte ich sagen? Ich wollte den Hasen ja noch unbedingt herzeigen. Komm schon, jetzt muss er doch endlich mal klappen. Da ist ein Hase. Nein! Schon wieder nicht. Und ich habe noch immer ein mulmiges Gefühl, sobald ich auf einen Hasen drauf war. Ja. Warum? Ich hoffe, ihr werdet es noch sehen. Ich hoffe, ich krieg's noch, krieg's noch hin. Fürs Erste müssen wir halt... Hey! Fürs Erste müssen wir halt noch schnetzeln. So, der ist mal weg. Wiedersehen.
Aua. Aua. Ja, der hat jetzt auch den Boden unter Strom gesetzt wieder. Jetzt ruckelt schon wieder. Vielleicht liegt es auch an der Aufnahme. Ich hoffe nicht. Ah. Du bist ja ein gemeiner Kerl. Wow. Okay, ich verschwinde mal. Ich verschwinde mal ganz schnell. Komm schon. Jawohl, hat noch geklappt. Auch cool, im Verschwinden sieht man selbst unsichtbare Gegner und alle anderen so orange hinterlegt. Na komm her, du Ungustel. So, beide weg. Haha. ja, da kann man sie leichter ausmachen, auch durch Wände hindurch und so. Man kann sich an sie ransneaken. Was haben wir da hinten schon wieder Großes? Überlegener Hammerkopf. Na gut, das ist nicht schlimm. Einfach auf die Beine und wie man sieht, ha, habe ich einen, ich glaube auch überlegenen Hammerkopf gewone-hitted. Wow. Hey, bleib mir vom Leib. Bleib mir vom Leib. Es gibt übrigens auch keinen Falling Damage. Das einzige, wo man wirklich durch Runterfallen sterben kann, sind die, ja, Schluchten, die unendlichen. Aber es gibt sonst keinen Falling Damage. Man kann unendlich große Höhen, wo unten eine Plattform noch ist, hinunterfallen. Wow, 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 wow. Ich hau hier mal ganz gezielt ab. So. Nächster bitte. Boom. Das war so eine Art Selbstmörder anscheinend. Ja, wie man sieht, ich glaube, man merkt, warum ich diesen Stich so oft einsetze. Eben weil er so mächtig ist. Wieder ein Legendary. Also da merkt man echt, die Droprate von den Legendaries ist verdammt hoch auf diesem Schwierigkeitsgraden. Mit oder ohne Insanity ist ungefähr gleich viel vom Gefühl her. Was haben wir da? Hasszähle. Oh. Drei feuernde Läufe gleichzeitig, dafür 166% mehr Ungenauigkeit und weniger Feuerfrequenz. Also im Wesentlichen perfekt für Schrotflinten. Aber ich spiele mit solchen Waffen nicht. Im Nahkampf nehme ich die Schwerter und keine Schrotflinte mehr. Das war anfangs noch umgekehrt. So. Gibt's noch irgendwo jemanden? Ja. Na, dann kommt zu Papa. Schwächling. Hier, da ist wieder ein Hase. Komm schon, das muss jetzt mal klappen. Nein, das gibt's ja nicht. Normalerweise klappt das bei jedem dritten Hasen spätestens. Gefühlsmäßig. Jetzt klappt's schon nach 6 Hasen oder so nicht. Hahaha. Ha, ha. Überraschung. Und explosive Fässer. Boom. Ey. Das hätte mich doch gar nicht mehr treffen sollen. Ups. Das Geile ist, man kann das auch aufladen, während man so sprintet. Das wird euch sicher schon aufgefallen sein. Das heißt, man kann erstmal fliehen und diesen Angriff aufladen und dann schnell zuschlagen und weiter fliehen, wenn der Gegner zu heftig ist oder zu viele Gegner. Ja, ich glaube, ich lasse es zwar wirklich sein, der Hase will einfach nicht gelingen und bevor ich da ewig weiterspiele, obwohl ich jetzt ewig weiterspielen könnte, ist ja nicht so, werde ich das an der Stelle dann schon beenden. Habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen, frage ich mich gerade, weil es ist so simpel gehalten, es gibt einfach nicht sehr viel zu erzählen. Also eben, Physik Engine ist fantastisch, da ist noch ein Hase. Nein, komm schon. Es klappt wieder nicht! Ich werde wahnsinnig. Da ist noch ein Hase. Das ist jetzt der allerletzte, den ich probiere. Jetzt ruckelt es gerade, weil er speichert. Habe ich auch noch nie erlebt. Ah, nein! Alter, nein! Fuck, ist der mächtig! Puh. Gleich verschwinden. Schnell, 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 schnell! Holy shit! Und gleich zum Heilbrunnen da. Boah! Wieso haut denn der so mächtig rein? Holy fucking shit! So, Level up! Das wäre ein perfekter Zeitpunkt wieder für den Hasen und es ruckelt schon wieder unglaublich. Mann, oh Mann! Fuck! Wieso hat denn der sowas von reinkauen jetzt? So, den einen Hasen probiere ich noch, dann langt es mir endgültig. Jetzt wäre es perfekt. Und das klappt wieder nicht. Da oben ist aber noch ein Hase. Es tut mir leid, ich muss den Scheiß herzeigen. Ich finde es einfach zu geil.
Vielleicht findet sie es jetzt gar nicht mehr so geil, so sehr wie ich das hype und denkt euch, was für ein Schmorn. Aber, also es war gar kein Hase, sondern ein, ein Medikit. Na gut. Ich suche noch ganz schnell nach einem Hasen, wenn ich keinen finde in den nächsten 20 Sekunden oder so. Da ist aber wieder einer. Hahaha. Oh Gott, pardon. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so laut gehört. Ich versuche den jetzt noch zu killen. Und endlich klappt's! Yeah! Der Hasenfürst ist aufgewacht! Bitches! Haha! Und der ist sowas von scheiß stark! Am Anfang hat's mich urgerissen, wie der auf einmal auftaucht ist. Ich hab mir gedacht, what the fuck ist das? Und der ist so scheiß schnell und teleportiert sich, auch wenn man zu weit weggeht. Aber mittlerweile weiß ich, wie er geht. Manchmal habe ich Glück und ich kann ihn one-hitten, aber meistens hält er, wie man sieht, so viele Stiche aus. Dass man einfach nur laufen muss. Boah, er ist tot. Und ich zitter am ganzen Körper, ohne Scheiß. Das ist, glaube ich, der mächtigste Easter Egg-Gegner oder wie man so es nennen will, den ich je gesehen habe. Aber er lässt auch dementsprechend immer was droppen. Meistens ist es immer ein Legendary. Puh. So, erstmal beruhigen. Das war ein Legendary und das war der Hasenfürst. Ich hoffe, man hat ihn einigermaßen gesehen. Ich musste sehr schnell mich bewegen. Der spawnt tatsächlich quasi aus Rache oder aus wie auch immer. Er hasst mich, weil ich süße Hasen töte und dann erwacht er in Dämonengestalt und größer als ich. Und zahlt unglaublich aus. So, ich mache die Bahn noch kalt und dann reicht's aber wirklich hier. Ich kann nicht anders, sorry. Wow! Wow! Ja. Gut, ich kam hier nicht mehr raus. Gott sei Dank bin ich nach dem Respawnen gleich mal wieder unsichtbar. Das sind überlegene Kriecher. Normalerweise machen mir die gar nichts. Aber die haben mich leider eingeschlossen. Und wenn man da nicht gleich raus kann, wie gesagt, in dem Spiel ist Bewegung alles. Da hat man es jetzt sehr deutlich gesehen. Eigentlich sehr schön fürs Video, zum Herzeigen. Wie wichtig die Bewegung ist. Wenn einen da drei Überlegene auch nur einmal hauen können, dann ist man sofort tot. Man muss ständig in Bewegung bleiben, egal ob man schießt oder Nahkämpfer ist. Und beides klappt hervorragend. So. Boah. Stirb doch. So. So, der erste Streich. Wer will als nächstes? Du vielleicht? Jawohl. Oh, ist noch einer. Aber der hat ein bisschen ein heikles Fass am Rücken und das war sein Verhängnis. So, jetzt reicht's aber. Ich sammle noch den Drop ein hier und das war's dann. Ich habe Gott sei Dank den Hasen herzeigen können und habe ihn sogar besiegt. Leider haben mich die jetzt gekillt und meine Erfahrung zunichte gemacht. Aber meine Erfahrung war auch noch am Anfang des nächsten Levels. Ist also nicht so schlimm. Gibt's noch einen Hasen? Nein. Wo sieht man die Erfahrung, fragt euch vielleicht. Sorry, ich muss wieder husten. Die Erfahrung sieht man unten rechts bei diesem Drachen, der sich um meine Waffensymbole schlängelt. Und zwar rechts oben bei seinem Ende beginnt der Erfahrungsbalken und endet dann bei seinem Kopf mit dem roten Auge. Mittlerweile ist er gefüllt bis zum Alt, bis zur Taste Alt, das sieht man vielleicht. Ja, muss man auch erstmal drauf kommen, wo man das sieht und dass man das dort eben so sieht. Der Drache füllt sich und dann weiß man, wo man ungefähr steht vom Level up her. Ist halt sehr wichtig, dass man weiß, okay, lohnt sich jetzt den schweren Gegner anzugehen oder steige ich bald ein Level auf, weil dann will ich nicht riskieren, dass ich gleich krepiere und meinen ganzen Fortschritt verliere. Also auf dem Schwierigkeitsgrad halt. Habe ich nicht gesagt, ich höre auf nach den vorigen Gegnern? Verdammte Scheiße. So, jetzt ist aber wirklich Schluss hier. Sonst geht das noch ewig. Weil es einfach zu viel Spaß macht. Ich schaue nochmal ins Menü, ob ich irgendwas vergessen habe. Upgrades kann man eben drei gleichzeitig in eine Waffe reingeben. Das hat man da, glaube ich, aber gesehen. Man findet auch immer wieder solche Tagebucheinträge und sowas. Das kann man dann, denke ich, hier nachlesen. Ich habe das noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Da gibt es sogar noch die Tutorials. Ja, genau.
Nein, das sind die Gespräche. Da kann man die Gegner auch anschauen, was ich sehr lustig finde. Alle, die es halt so gibt. Weiß nicht, kann ich den Koch herzeigen? Gibt es ihn dann noch? Den möchte ich ehrlich gesagt schon herzeigen, wenn es Dinge gibt. Aber ich glaube, das sind nur die normalen Gegner, oder? Der Koch, das war ein spezieller Endboss. Knochenkopf. Habe ich noch nie gesehen. Phantom. Ah, die Phantome sind Arschlöcher. Wow, die hasse ich wie die Pest. Die da sind noch schlimmer. Ja. Schwarte. Oh, das war sogar ein Endboss. Okay, dann ist der Koch sicher auch noch da irgendwo. Komm schon. Irgendwo muss er sein. Und hier sieht man einen Hasenfürsten sogar. Ja, so sieht der Hase aus, wenn man tötet. Süß, oder? Wo bist du? Das sind die menschlichen Gegner. Die ganzen Agenten und so, die sind auch nicht ohne. Ist der da noch irgendwo? Doll finde ich auch geil, den Namen. D-O-L-L. Puppe. Mutterdrohne ist auch scheiß. Nervig. Ja, ich finde es leider nicht. Das da war auch ein Endboss. Der Koch war auch ein Endboss. Der ist wahrscheinlich zu groß, um ihn hier darzustellen. Der Koch ist ungefähr so groß gewesen, ja, wie dieses Haus hier. Doppelt so schnell wie ich und kann einen One-Hitten. Und hält ungefähr, keine Ahnung, geschätzte 10 von diesen Stichen aus, wenn man den gut trifft. Der war wirklich hardcore. Das war nur in einer Nebenmission der Endboss. Der war verdammt hart. Okay. Warum habe ich das überhaupt erwähnt? Keine Ahnung. Und ich glaube, ich habe tatsächlich alles hergezeigt, was ich momentan so weiß vom Spiel. Meine Empfehlung, kauft dieses Spiel. Ich habe es tatsächlich auch zum Vollpreis gekauft. Momentan irgendwas zwischen, ich glaube, 35 und 39 Euro. Also irgendwas Ende 30 Euro auf Steam. Und es ist erstaunlich bugfrei. Es macht also einen irrsinnigen Spaß, weil es einmal ein Spiel ist, das fehlerfrei rauskommt, was flüssig läuft. Ich habe bei weitem nicht mehr den besten PC und man sieht ja, ich spiele auf hohen Details tatsächlich. Es schaut nicht schier aus und es läuft verdammt flüssig. Ich hatte noch keinen einzigen Absturz, ich hatte noch keinen einzigen Bug, wo ich nicht mehr weiterkam. Es gab nur einen Bug tatsächlich, der mir bisher aufgefallen ist und das war leider ein ziemlich grindiger. Da ist so ein Bossgegner wie diesen Stachel, den ich da besiegt habe. Ihr erinnert euch, mit der Frostmunition. Dieser Frostgegner ist tatsächlich zwischen zwei Felsspalten in einer Schlucht hängen geblieben und ist auf einmal weg gewesen und war gerade im Unbesiegbar-Modus und seine Kumpanen sind alle in die Schlucht gespawnt und runtergefallen und waren instant tot. Ja, und ich konnte mit dem nichts mehr tun. Das heißt, den gibt es auch nur einmal pro Level, da müsste ich wieder ins Level und ihn wieder suchen gehen. Na, fantastisch. Ich habe mich gefreut, den zu töten, sein Loot einzusammeln, aber ja, wurde nix. Und jetzt rede ich wirklich schon zu viel, das ist alles, was mir bisher über dieses Spiel aufgefallen ist. Ganz, ganz klare Kaufempfehlung an alle, die Borderlands irgendwas abgewinnen konnten oder die generell auf Shooter und Rollenspiel als Mix stehen oder die einfach mal einen klassischen Shooter genießen wollen mit erwachsenen Humor und richtiger Schlachtorgie. Man hat es ja gesehen, die Gegner werden einfach nur zerfetzen ihre Einzelteile. Leider auch die menschlichen, da gibt es keinen Unterschied, also es ist schon ziemlich heftig eigentlich. Ja, viel Spaß damit, ich hoffe, ihr konntet dem Let's Show, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen bei der Entscheidung, ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Servus, euer Körnel, der wieder mal viel zu lange geredet hat und ein zu langes Video gemacht hat. Servus!